9:06 Uhr, die 13er Box, die konnte ich hier nicht traden, die Blue Box, sonst hätten wir sie natürlich. Und jetzt bereiten wir uns vor, 16.007 und wir haben hier die Vola Box auf der linken Seite und die nehmen wir auch als Box und verabschieden uns von der Big Number, weil die Vola Box höhere Treffsicherheit hat, hohe Trefferquote und die liegt um und bei der Big Number. Das heißt, wir gehen bei 16.011 Long und 15.996 Short. Das wäre jetzt unser erster Trade, es sei denn, wir verabschieden uns vom Daily Pivot und gehen oben auf die 60 hinzu. Also ein ruhiger Vormittag gestern. Mal gucken, wie es heute wird. Meld mich gleich nochmal. So, eine neue Box-Variante, die ich heute versuche auszuloten, ist MTX. MTX 41. Dafür müssen wir ein bisschen gucken, wo der Kurs. Oh, ihr seht, es geht höher. 33 Sekunden habe ich noch. Ich schiebe das mal rüber. Und wir sind gleich auch in der Vola-Box, in der oberen. So, 21 Sekunden. Oh, wir schieben hier unten raus, gehen hier oben hin und machen die obere an. So, Retracement, 6 Sekunden. Eine Sekunde. So. Jetzt schieben wir mal unsere Box dahin. Und jetzt gucken wir mal, ob er oben ausbricht. Wir sind long im ersten Trade. Ansonsten gehen wir short unterhalb des Daily Pivots bei 16:33. Die Vola Box ist oben bei 62 zu 77. So, Ton. So, unser erster MTX mit der Box läuft jetzt in den Zielhafen. Und wir haben auf der linken Seite die Vola-Box.
So, und Uhr, ja, brauchen wir noch einen Punkt, brauchen wir. Sind hier bei den Vola-Boxen auf dem Minutenchart. So. So. Wir sind mit unserem MTX-Trade aus dem Trade draußen. Das war der Eröffnungstrade, heute mal der besonderen Art. Und wir sind auf der linken Seite Vola Box Short und melde mich dann gleich nochmal. Verabschiede mich jetzt bei den YouTubern und wünsche gute Trades und dann bis morgen.